Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen Kapitel von Die Reise ins All. Viel Zeit ist vergangen, seit sich unsere Truppe, bestehend aus der Bezauberin Eleonore, Leutnant von Mackwitz und Professor Heisen, auf dem Weg in die Karpaten gemacht hat. Dort haben sie nicht nur den EMK, sondern noch ein neues Partymitglied gefunden. Eine Kreatur namens Wesen oder Geschöpf oder was auch immer. Die Kreatur eben, des Dr. Frankenstein. Oder vielleicht nur das Dr. F. Ich möchte ja kein Gewitter herbeibeschwören. Nachdem wir die Reise ins All gestartet haben, hatten wir Zeit, uns hier auf der Raumkapsel ein bisschen umzusehen. Wir haben nicht nur die Freude des Lesens kennengelernt mit Hilfe der Schatzinsel, einem Roman von Robert Louis Stevenson, kann ich jedem nur empfehlen und wenn nicht, schaut euch eine der unzähligen Verfilmungen dazu an. Wir haben außerdem auch ein paar Tränke gebraut, aber ansonsten scheint es ja eben nicht mehr viel zu geben und ich hoffe einfach mal, dieses Tränkebrauen-Feature wird auch in Zukunft nochmal irgendwie übernommen. Es wird hoffentlich nochmal wiederkommen, denn wir haben ja aktuell nicht mehr genug Zutaten, um weitere Tränke zu brauen. Also machen wir uns einfach mal auf den Weg in die Koje. Zurück zur Wohnebene. Oh. Was haben wir denn da? Eleonore liest auf jeden Fall nicht mehr. Was zum Teufel macht sie da? Soll die sich umziehen oder was? Das sieht auf jeden Fall witzig aus. Herr von Mackwitz! Was erlauben Sie sich? Also Potzblitz, delikate Sache. Nun drehen Sie sich gefälligst um. Bitte hiermit aufrichtig um Pardon, Gnädigste. Konnte ja nicht ahnen, dass... Sie können doch nicht einfach so in das Zimmer einer Dame stürmen. Klopfen Sie nächstes Mal. Ach, es ist ja nicht Ihre Schuld, Herr Leutnant. Es ist hier einfach zu eng für privaten Raum. Möchte hinzufügen, nichts gesehen zu haben. Nichts? Was soll denn das bitte sehr heißen? Ich denke, das sind mir sehr wohl einiges. Ach, gehen Sie. Die beiden sind so cool. Frau Webb! Ja, okay, gut. Was sollen wir denn jetzt machen? Okay. Eleonore, viel zu gut für bösen, lauten Mann sein. Werde mich doch nicht auf einen Romantikwettstreit mit diesem Ding einlassen. Das wäre aber ziemlich cool. Okay, soll man mit irgendwelchen Maschinen rumspielen oder ich meine, den Weg nach draußen zu nehmen, wird uns wahrscheinlich nicht so viel bringen. Wir sind auf jeden Fall wieder unten. Okay, habe ich irgendwas übersehen? Versuchen wir nochmal in den Wohnbereich zu gehen. Okay, sie hat sich wieder angezogen, alles klar. Dann hauen wir uns jetzt tatsächlich in die Kohle. Nein, wir reden nochmal kurz in ihr. Sie haben mich davor in eine überaus große Verlegenheit gebracht, Herr Leutnant. Bitte aufrichtig um Pardon. Wollte keineswegs behaupten, dass an Gnädigster nichts zu sehen sei. Im Gegenteil, teuerster ist jetzt sogar ausgesprochen appetitlicher Anblick. Wie wagen Sie es, mit einer Dame zu reden? Pflege! Ich mag den Leutnant einfach so sehr. Das ist so cool einfach nur. Na, wie denn nun? Herrlich. Will ihr keine delikate Situation darauf beschwören? Mit von vorne Eleonore bleibt ihr vorbehalten. Okay, gut. Ich will trotzdem noch mal so ein bisschen wissen, wie es weitergeht. Jetzt will ich mich nicht ins Bett legen, jetzt will ich mal nach unten schauen zum Beispiel. Ja, natürlich ist sie bei der Kreatur. Selbstverständlich ist sie da. Gehen Sie, ich habe einfühlsamere Gesellschaft gefunden. Bin wohl zur uniformierten Luft geworden? Na, dann eben nicht. Das ist so cool einfach nur. Okay, gehen wir wieder in den Wohnbereich und legen uns ins Bett. Herrlich. Okay, da habe ich im letzten Part so gesehen noch mal einen coolen Cliffhanger gesetzt. Weil, ich meine, hätte ich ja so gesehen noch 5 Minuten länger machen können, ne? Aber das ist ja cool, ey. Möchtest du den Rest der Reise weiter schlafen? Ja. Okay, ich denke, wir haben jetzt tatsächlich soweit alles erledigt. Wenn ich irgendwas übersehen habe, Leute, dann schreibt es in die Kommentare. Das wäre echt schade, aber... Oh, Action.
Aha! Sind wohl endlich da! Oh oh. Meteoriten! Schnell geht's, ehe sie unsere Höhle voll in die Trümmer schlagen! Haut dich, Leutnant! In den Maschinenraum! Vielleicht vermag ich uns noch alle zu retten, aber eine tut Not! Das ist wirklich auf einmal gerade voll die Action, das ist so cool, wie das Spiel jetzt auf einmal noch diesen Sprung macht, diesen Wechsel, ja? Hat einfach alles, das ist so schön. Zu den Schränken, schnell! Sind wirklich super schnell. Leider war es mir nicht möglich, sie ausreichend zu testen. Aber wir werden schon sehen. Sie? Meine selbst entwickelten Raumanzüge. In der Theorie funktionieren sie prächtig. Ich habe eigens einen... Professor, dafür ist jetzt keine Zeit. Sie haben recht, Teuerste. Ich muss unser aller Leben retten. Herr Professor, sind ausgesprochen tapfer. In Situationen wie diesen entpuppte ich mich als beherzter Mann. Dann mal hinein in den Anzug mit Ihnen. Wie meinen? Dann schlüpfen Sie schon in den Raumanzug, Leutnant. Wie soll ich uns sonst das Leben retten? Aber immer noch nicht ganz den Zusammenhang erfasst. Rein da, aber Dalli! Zur Schleuse mit Ihnen, Leutnant. Ich darf keine Zeit verlieren, Sie anzutreiben. Ah, der Helm. Ich denke, der ist noch wichtig. Nun machen Sie schon. Passt dem Leutnant ja wie angegossen. Den haben Sie sich für Ihre Tapferkeit verdient, Professor. Was soll denn die Scheiße jetzt, der arme Leutnant, ey? Sie machen mich auch ganz verlegen. Sie stehen ja immer noch herum, Leutnant. Husch, husch, hinaus mit Ihnen. Und schlagen Sie die Tür möglichst rasch hinter sich zu. Andernfalls verlieren wir zu viel Luft. Meteoritenschauer. Das ist James Bond Musik. Come on. Mission Impossible. Fast dasselbe. Ich weiß es nicht. Irgendwas. Meteoritenschauer. Sobald der Meteorit die Hülle durchschlägt, steigt Dampf auf. Flitze hin und repariere das Leck mit Enter. Oh. Sollten mehr als 4 Lecks gleichzeitig im Rumpf des Projektils klaffen, ist es unweigerlich verloren. Alles klar? Dann los. Oh man. Mal gucken, ob ich das schaffe. Ich darf zum Glück erstmal nochmal speichern. Du, 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 du. Es dauert ziemlich lange, das zu flicken. Nein! Jetzt habe ich auch noch ein Feld. Ist auf jeden Fall gut, wenn die Meteoriten zweimal an derselben Stelle einschlagen. Ja, ja, na klar. Dadurch, dass es zweimal an derselben Stelle war. Oh. Darf man sich auf jeden Fall nicht finden. Famos, famos, wir sind hier durch. Das haben Sie fabelhaft gemacht, Herr Professor. Ich kann nicht anders, als Ihnen vollständig recht zu geben, Teuerst. Holy shit, Mann, die Dialoge sind einfach alle so geil geschrieben, man. Das ist so cool, wie dieser Leute einfach nur sowas verarscht wird. Hinein mit Ihnen, Leutnant, schnell. Was geschieht nur, Professor? Jetzt wird es leider sehr, sehr unerquicklich. Oh, oh, das ist nicht das, was ich hören möchte. Die Einschläge haben unser Gefährt aus seiner ursprünglichen Flugbahn gebracht. Für eine derartige Lage ist das Projekt hier nicht konzipiert. Spüren Sie, wie Mars an uns zu zerren beginnt? Ich muss sehen, wie nahe wir dem Planeten sind. Nichts zu erkennen. Kreatur, komm her, komm ran! Ich bedarf deiner starken Arme. Na hopp, hopp, hinauf mit mir. Und? Ist etwas zu erkennen, Herr Professor? Sapperlot, liebe Freunde. Da kommt Bedenkliches auf uns zu.
Ungeheuerlich! Ungeheuerlich! Schnell! Lass mich wieder herab! Na mach schon! Mars hat uns gepackt und wir stehen quer zum ursprünglichen Landungswinkel. Ich fürchte, wir müssen uns auf eine dynamische Landung gefasst machen. Verzeihung, ich kann Ihnen nicht ganz folgen. Was beliebten Sie zu bemerken? Es tut mir leid, lieber Freund. Für mich klingt das so sinnlos wie üblich. Ach Gott, ja, der Helm. Nun, was meinten Sie? Blöder Helm. Habe gar nichts von dem mitbekommen, was hier beredet wurde. Das ist so cool. Der Herr Professor meinte lediglich, wir werden gleich eine Bruchlandung auf dem Mars erleben. Aha. Ach, ich weiß nicht. Bruchlandung ist so ein schaumschlägerisches Wort. Mir wäre der Ausdruck dynamisch. Ach du liebes Bisschen, du hast ja recht, Wesen. Wir sollten uns schleunigst irgendwo festhalten. Die Worldmap vom Mars. Das erinnert mich an Chrono Trigger. Mit Kopf gegen Decke geprallt, habe Glattgar der Mars eingebüßt. Ein Wunder, wir leben. Nichts wie raus. Der Kessel bürst jeden Augenblick. Muss ich irgendwas drücken? Scheinbar nicht. Ein bisschen klassische Musik. Ein kleiner Walzer. Kann nicht schaden. Helga. Also nein, der Herr Professor liegt ja immer noch im Bett. Dabei ist schon helllichter Tag. Wer ist denn Helga? Und woher kennst du den Professor? Aufstehen, Herr Professor. Ich dachte, wir sind auf dem Mars. Nanu, wo bin ich? Ich dachte... Kommen Sie, Herr Professor. Ihre Frau Gemahlin erwartet Sie schon im Salon. Soll sie wieder schelten? Alles bloß das nicht. Sie hat so ein ohrenbetäubendes Organ. Ah, interessant, dann lernen wir mal die Frau von Professor Heisen kennen. Ich wusste noch gar nicht, dass er verheiratet ist, aber... Richten Sie ja aus, dass ich gleich nach unten eilen werde. Sehr wohl, Herr Professor. Es scheint so, als wäre das mal wieder so eine Art Dreamland. Vielleicht, ist es jetzt so eine Art Drogenhalluzination, weil da irgend so ein Gasleck war oder weil wir gerade irgendwie ungeschützt auf dem Mars sind oder so? Ich habe keine Ahnung. Wir werden es rausfinden. Du liebe Güte, hab ich vielleicht ein Sausen im Schädel? Nie wieder Cognac. Den Spruch habe ich schon so oft gehört. Nie wieder Alkohol. Wirklich nie wieder. Kleine graue Anzüge, Taschenuhren, Tropenhelme. Ja, das ist mein Schrank. Ja, das Licht kann man anmachen. Wie oft soll ich es der Dienerschaft eigentlich noch sagen? Die Spiegel hängen zu hoch. Geil, ey. Ich finde, mein Schnäuzelchen kann alles tragen, mein Schnäuzelchen. Das gab's auf jeden Fall in Asterix und Obelix immer. Der Schrank meiner Frau. Ich bin immer wieder erstaunt, in was für Kleider sie sich zwängen kann. Ich bin ja mal gespannt, wie seine Frau aussieht. Da unten ist auf jeden Fall der Diener. Ups. Vorzüglich, die Uhren laufen synchron. Das ist eher so ein kleines Feature von Phileas Fogg. Was zum Teufel ist das? Davon habe ich immer geträumt. Ich kann mir einen Teil der Arbeit auch mit nach Hause nehmen. Okay, eine Apparatur des Heißen. Qualsanische Dupolosie-Verschränkungen im Spiegel der Zeit. Hier steht meine leichte Lektüre. Vom idealen Forscherleben. 10 Ratschläge, die der Vermeidung von Unannehmlichkeiten dienlich sein können. Professorentische werden meistens gleich mit daraufliegenden Bücherstapeln ausgeliefert. Ach, das ist ja praktisch. Welche Kombination? Es gibt ein Safe, interessant. Ach, zu dumm! Habe ich jetzt einen Hinweis übersehen? Die leichte Lektüre? Nein.
Schlimme ist irgendwie, dass mich dieser Weiße so extrem an den Vergnügungspark erinnert. Jetzt bin ich gerade irgendwie voll im Rollercoaster-Tycoon-Stimmung. Ich habe keine Ahnung warum, aber es liegt an der Musik. Genau. Ein Fläschchen irgendeines Inhaltes, der viel zu beeindruckend ist, um ihn hier näher zu beschreiben. Aber trotzdem würde ich auch gerne wissen, was hier vor sich geht. Ah, Heisen hat auf jeden Fall ganz schön viele Kinder mit seiner Wikinger-Dame. Sieht ein bisschen so aus. Ach, das... Das ergibt natürlich Sinn. Die kennen wir ja. Ah, da sind ja alle meine Lieben. Ich kann von Glück sagen, solch eine Familie zu besitzen. Interessant. Das sind seine ganzen Kinder, what the f... Guck mal, Papa, ich bin schon fast so groß wie du. In spätestens 2 Jahren bin ich wohl der Kleine in der Familie. Mützen, Hüte, Schals, Söckchen. Tja, tja, ich bin kleiner als das Spielzeug der Kinder. Irgendwie unheimlich. Oh Mann, ey, das ist natürlich echt cool. Schnucklig. Goldig. Eine dieser ebenso roten wie teuren Schleifen aus der Modeboutique 2 Ecken weiter. Schön. Gehört das nun Luischen, Heinzchen, Charlottchen oder Hildchen? Oh Mann, ey. Es sieht so aus, als wäre ein wilder Gorilla durch den Schrank getobt. Ein sicheres Zeichen, von einem vor einem Kinderzimmerschrank zu stehen. Geil, ey. Luischen, Heinzchen, Charlottchen oder Hildchen? Okay, die Namen passen auch alle gut in die Zeit. Heinz. Schaukelpferd, Schaukelpferd, bam, bam. Oder bam, bam. Also nach mir kommt der nicht. Luise. Oder doch lieber eine blaue Schleife. Blau? In dieser Saison? Was ist nur in dich gefahren, Schwesterherz? Hallo Kinder. Du hast recht. Blau passt wirklich nicht. Luft. Die reinste Luft. Ich scheine für die beiden nur noch aus einer gefüllten Geldbörse zu bestehen. Tja, manche Sachen waren auch vor 100 oder 150 Jahren nicht wie anders als heute. Abgeschlossen? Herr Professor, mögen sich zu erinnern geruhen, dass die gnädige Frau den Schlüssel zur Speisekammer vor Ihnen versteckt hat. Das ist interessant zu erfahren. Von Johann, unserem Diener. Hieß der jetzt wirklich Johann? Ja. Dass du mich auch... Dass du mich auch ja im Auge behältst, Johann. Sehr wohl. Karasanischer Tulpengeflieder. Meine Lieblingsblumen. Gibt es das wirklich? Kasachstan? Das habe ich gerade vorgelesen. Nein, Karasanisch. Oh, ich kann schon nicht mehr lesen. Was ist denn schon wieder los? Es ist ja auch spät oder früh oder je nachdem, wie man es nennen möchte. Und da war wieder so ein hervorragendes Spiegelskript. Ah, die Küche, sehr schön. Und gütiger, der Gemüseschrank. Ihre Frau sagt, ich soll darauf achten, dass Sie nicht ständig einen Bogen um die Vitamine machen, Herr Professor. Ja, ja, gutes Kind. Gleich nächste Woche fange ich damit an. Aber erst nächste Woche. Nur einer dieser aufregenden Teller- und Tassenschränke, die wohl nur deshalb vorkommen, damit die Räume nicht zu leer aussehen. Noch nie war da etwas Wichtiges drin. Noch nie. Das stimmt nicht. Ich habe schon zahlreiche Spiele gespielt, in denen da äußerst nützliches Loot drin war. Oder äußerst nutzloses Loot. Mein leckerer Käse. Finger weg, Herr Professor. Oh, schade. Den hätte ich mir zu gerne einverleibt. Ah, ein Glas Konfitüre. Finger weg. Na gut, na gut. Würste, Schinken, Pökelfleisch. Vor diesem Schrank muss auch der größte Pflanzenfeigling keine Angst haben. Oh, schade, wir dürfen nichts davon essen. Braten mit Klößen und dicker Soße. Mein Lieblingsessen. Sehr schön, sehr schön. Nichts davon dürfen wir zu uns nehmen. Na gut. Wer hängt eigentlich immer noch die Spiegel so unmöglich hoch? Wobei wir uns hier zumindest ein bisschen sehen können. Schauen Sie erst mal. Ein Jugendfoto. Hoho, ich war schon immer ein ansehnlicher Bursche. Wir sehen es leider nicht. Schade. 2 zuckersüße Porzellanhunde umrahmen den Stahltisch 2 zuckersüßer Porzellanhunde. Was? Den Stahlstich... Was? Ich verstehe es jetzt nicht so ganz, aber ist egal.
Im Schaukasten sind einige der Mitbringsel zur Schau gestellt, die Heisen von seinen Reisen mitbrachte. Schrumpfköpfchen, Speere, Vasen, kantierte Äpfel, diese Dinge eben. Hier liegen einige Notenpartituren, mit denen der Frau Heisen ihr goldenes Stimmchen in Übung hält. Mit denen der Frau Heisen, okay. Wie gesagt, es wird langsam spät, das Ende des Parts kommt irgendwie so langsam aber sicher nahe und ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Manchmal, dafür spricht man sich dann eben. Weltreisen und schnelle Eindrücke. Katalog der Ballonwochen. Unter dem Meer, Poesie eines Fisches. Ja, auch diese Uhr läuft synchron, sehr schön. Ah, meine allererste Vase, die ich je auf einer Ausgrabung fand. Sie ist etwas ganz Besonderes. Hier haben wir uns geeinigt. Oben stehen meine Bücher und der Nippes meiner Frau. Ich wollte gerade schon gepeinigt sagen. Hier haben wir uns gepeinigt. Das wäre, glaube ich, nicht ganz so cool gewesen. Brunhilde. Da bist du ja endlich, mein süßer Schnurzel. Haha, du bist lieb und bleibst meine Traumfrau, liebste Brunhilde. Entzückend, wie du das wieder sagst. Aber zarte Wesen wie er brauchen diese Beachtung. Darf ich dir irgendeinen Wunsch von den Augen ablesen, liebste Brunhildchen? Du darfst, Liebling, du darfst. Ich wünsche, eine Arie zu geben, gleich hier im Salon. Hole die Kinder, damit die ganze Familie im Kultur versinken kann. Die Kinder? Ich glaube kaum, dass wir so etwas im Hause... Ah, die Kinder. Aber ja, ich eile mein Täubchen. Hole die Kinder. Dann holen wir doch mal die Könner und schauen mal, was passiert. Ich muss im Übrigen hinzufügen, dass es so spät ist, dass es schon wieder früh ist und das bedeutet, dass die Sonne gerade aufgeht und jetzt gerade auch voll auf mein Zimmer scheint, weil ich so nordöstliche Ausrichtung habe und deswegen holen wir doch mal die Kinder. Mama wünscht uns zu sehen. Also los, Luischen. Luischen? Ich bin 15 Jahre alt. Naja. Mama wird wieder für uns singen. Sie erwartet uns im Salon. Ein Singspiel, reizend. Los, Charlotte, wir erfahren leider nicht ihr Alter, aber sie wird wohl nicht so viel jünger sein. So ganz traue ich diesem anstandslosen Gehorchen nicht. Schaukelpferd, Schaukelpferd, bam, bam. In den Salon mit dir, kleiner Wirbelwind. Mama gibt wieder ein Ständchen. Er hat nur 4 Kinder? Na gut, 4 müssen manchmal eben reichen. Ab zum Mama-Hilchen. Hey, Mama, macht Mama wieder Gläser kaputt? Das wird fein. Das wäre auf jeden Fall ziemlich cool, wenn sie ein Glas kaputt macht mit ihrem Gesang. Ich frage mich immer noch, was hier gerade abgeht. Ehrlich? Alle sind da. Dann lauscht, wie die Muse mich empfängt. Ja, da. Jubiläum. Ich spüre plötzlich einen nagenden Zweifel mir aufsteigen. Ist das etwas, worüber ich mich freue? Die war es allmächtiger! Hey, Mama lässt es wieder klirren. Entsetzlich, nein! Das kann unmöglich mein Geschmack sein. Aufhören! Schluss aus! Empörend! Du entpuppst dich als schrecklicher Banause! Ich weiß ganz sicher, dass ich nie und nimmer diese Art von Musik länger als nötig ertrage. Schon gar nicht täglich. Also wie kann das sein? Hier stimmt doch etwas nicht. Ich komme dahinter und wenn ich das halbe Haus auf den Kopf stellen muss. Wie sollen die folgenden Rätsel ausfallen? Leicht oder... Ach komm schon, ey. Was ist denn... Ja, das ist... Mach mal leicht. Ich finde es nur leicht und normal gibt, dann gibt es einfach nur leicht und schwer so ungefähr. Und ihr wisst ja, ich bin jetzt nicht unbedingt the brain, wenn es um Rätsel geht. Also machen wir einfach mal leicht. Und wer hat bitte sehr das jetzt gesagt? Es wird immer skurriler. Ich denke aber, mehr von den Skurriditäten werden wir dann im nächsten Part erfahren. Ich bin auf jeden Fall auch immer noch extrem verwirrt. Was zum Teufel geht hier vor sich? Also, wir sind auf jeden Fall auf dem Mars. So viel steht schon mal fest.
Jetzt ist nur die Frage, sind wir jetzt irgendwie verunglückt? Also ich denke nicht, dass wir tot sind, aber... Also entweder ist es so eine Art Drogenhalluzination von irgendeinem Gas, oder ist es einfach nur eine Halluzination, weil wir unser Bewusstsein verloren haben. Oder aber wir wurden von irgendwelchen Marsmenschen gefangen genommen und die haben uns in irgendein Labor gebracht, wo sie gerade unsere Gehirnströme messen und das ist Heisens Albtraum. Na gut, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht und ich hoffe natürlich, ihr seid es auch. Ich hoffe, die Rätsel sind wirklich leicht und nicht zu schwer. Ich hoffe einfach mal, ich werde keine Probleme dabei haben. Aber mehr werden wir dann im nächsten Kapitel von Die Reisen ins All herausfinden. Würde mich auf jeden Fall wie immer über einen netten Kommentar und einen Daumen nach oben freuen. Und dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal und einen schönen Tag und einen schönen Abend noch. Ciao!